Ein kleiner Themenzoo mit sowohl tierischen Bewohnern als auch authentischen Wüstenlandschaften. Von Mittelamerika bis Madagaskar. Das findet ihr im Wüstenhaus Schönbrunn. Doch lohnt sich ein Besuch neben dem Tiergarten Schönbrunn? Das werden wir gleich nach dem Intro erfahren. Unter dem Glasdach eines im Jugendstil erbauten Sonnenuhrhauses befindet sich seit 2003 das Wüstenhaus Schönbrunn. Dieses wurde die Jahre vor 2000 als Schmetterlingshaus genutzt, musste dann aber 2000 aufgrund von Baufälligkeiten saniert werden. Das Wüstenhaus Schönbrunn befindet sich auch wie der Tiergarten Schönbrunn im Schönbrunner Schlosspark. Erreichen lässt sich dieses, wie auch der Tiergarten, am leichtesten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise der U-Bahn-Linie 4, der Straßenbahn oder verschiedenen Autobuslinien, bis zur Station Hietzing. Aber auch mit dem Auto lässt sich der Zoo erreichen. Dafür stehen zwei Park-and-Ride-Anlagen zur Verfügung, sowie ein öffentlicher Parkplatz. Im Wüstenhaus trefft ihr nicht nur auf eine große Auswahl von Tieren und Pflanzen aus Trockenlebensräumen, sondern es wird auch viel Wissen über die Bewohner der Wüste vermittelt. Neben einigen Reptilien und Aquarientieren der Wüste bilden den botanischen Schwerpunkt Kakteen und Sukkulenten. Das Haus besteht aus einem Innen- sowie Außenbereich, der abgetrennt ist vom Schönbrunner Parkgelände. Betretet ihr den Eingang, gelangt ihr in einen bereits sehr schön thematisierten Eingangsbereich mit Wüstenthema, sowie auch auf einen ersten tierischen Bewohner, den Skorpionschwanzgecko. Über ein Drehkreuz geht's dann in den Themenzoo und ihr geht zunächst in einen Höhlengang, in dem ihr auf einige Wüstenhöhlenbewohner trefft. Entdeckt Aquarien mit Streifensalmlern, rötlichen Saugbarben und Zagrosmolchen, die übrigens als schönste Molche der Welt gelten. Auch einige kleine Terrarientiere wie Coloradokröten, Geißelspinnen und Pharaokäfer könnt ihr im felsigen Höhlengang finden. Ein Höhepunkt ist das 70 Meter lange Glasröhrenlabyrinth, das von rund 50 nackten Mullen bewohnt wird. Hier könnt ihr die Mulle in ihren unterirdischen Tunnelsystemen beobachten. Nacktmulle sind übrigens sehr soziale Tiere, die zusammen mit einer Königin ausschließlich unter der Erde leben. Nachdem ihr die Höhle verlassen habt, seht ihr auf der rechten Seite das Terrarium der Schwarzschwanzklapperschlangen, die über einen Meter lang werden können und in den USA heimisch sind. Auf der linken Seite könnt ihr in die Anlage der Gila-Krustenechsen schauen, die zu den wenigen giftigen Echsenarten zählen. Ihr passiert eine Schiebetür und gelangt in ein weiteres Wüstenhaus und es wird gleich noch wärmer. Vorbei an zahlreichen botanischen Bewohnern geht es den Weg entlang zum Gehege der Strahlenschildkröten. Diese beiden hier hatten sich wirklich sehr lieb, wie man sieht. Aber die Geräusche sind dabei schon etwas merkwürdig. Neben den Schildkröten leben hier auch noch freilaufende Bartagamen. Zumindest verfolgte uns diese eine Bart hier auf Schritt und Tritt. Und sogar bis ins nächste Haus durch eine Schiebetür. Wir wollten unseren Augen gar nicht trauen. Aber sie wartete vor der Tür und wusste, dass wenn wir durchgehen, sich die Tür auch für sie öffnen würde. Und sie flitzte schnell auf die andere Seite. Und auch dort sonnte sie sich erstmal und war uns sehr zugetan und sehr neugierig. Nachdem wir uns endlich von der Barty lösen konnten, ging es in den Außenbereich des Wüstenhauses. Hier findet ihr neben einem kleinen, schön gestalteten und gepflegten botanischen Außengelände und einem Sitzbereich auch freilaufende Smaragdeidechsen. In einem abgetrennten Gehege findet ihr auch europäische Ziesel und andere Eidechsenarten. Wieder im Wüstenhaus zurück bietet sich ein toller Blick auf die Wüstenlandschaft, in der auch freifliegende Vögel sowie afrikanische Schnabelbrustschildkröten und Kurzohrrüsselspringer leben. Toll gestaltete Anlagen. Nach diesen Anlagen habt ihr das Wüstenhaus dann eigentlich auch schon vollständig passiert und ihr gelangt wieder in den Eingangsbereich. Doch Vorsicht! Auch hier sind freilaufende Eidechsen unterwegs und ehe man sich versieht, laufen sie mit einem durch die Tür. Wie hat uns denn unser Besuch im Wüstenhaus gefallen? Sobald man das Wüstenhaus betritt, fühlt man sich direkt in die Wüste versetzt. Das Wüstenthema wird hier großartig thematisiert. Auch der Außenbereich ist schön angelegt und man kann sogar freilaufende Eidechsen beobachten mit etwas Glück. Auch im Wüstenhaus selbst gibt es einige freilaufende Tiere wie Bartagamen und Echsen. Und die Gehege sind so abgesteckt, dass man sich nicht wie in einem klassischen Zoo fühlt. Man kann sowohl Reptilien, Aquarientiere, als auch Vögel und einige Säugetiere finden.
Gut gefallen hat uns auch, dass man nicht nur Tiere, sondern auch botanische Highlights der Wüste entdecken kann. Nicht ganz so angesprochen hat uns der relativ dunkle Höhlengang, wo man die Aquarien und Terrarien etwas schlecht erkennen kann. Man ist auch relativ schnell durch das Wüstenhaus, in ca. 15 Minuten eigentlich, wenn man direkt durchläuft. An einigen Stellen kann man sich so etwas mehr Zeit lassen. Oder man läuft nochmal bis zum Anfang zurück und schaut sich alles nochmal an, so wie wir es gemacht haben. Und so toll die freilaufenden Reptilien auch sind, sollte man als Besucher schon aufpassen, dass sie nicht entwischen oder dass man auf sie drauftritt. Alles in allem bekommt man aber genau das, was man erwartet. Ein Indoor-Zoo mit Wüstenthematisierung und tierischen sowie botanischen Wüstenbewohnern. Uns hat der Besuch gut gefallen. Solltet ihr nun einen Besuch in das Wüstenhaus Schönbrunn planen, könnt ihr dieses täglich ab 9 Uhr besuchen. Schließzeiten variieren je nach Jahreszeit. Von Januar bis April und von Oktober bis Dezember ist bis 17 Uhr geöffnet. Von Mai bis September ist bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt. Kinder bis 6 Jahren kommen kostenlos rein. Kinder ab 7 Jahren zahlen 6 Euro. Das Kombi-Ticket für Tiergarten, Palmenhaus und Wüstenhaus kostet 34 Euro für Erwachsene. Für Interessierte bietet das Wüstenhaus auch Spezialführungen an, in der Einblicke in die bizarre Welt der Wüsten gegeben wird. Eigene gastronomische Angebote gibt es im Wüstenhaus nicht. Wart ihr schon einmal im Wüstenhaus Schönbrunn? Falls ja, wie hat euch das Wüstenhaus gefallen? Schreibt uns eure Eindrücke doch gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo dafür noch mehr Zoo-Content. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, von nah zum Zoo.